Ging jetzt aber flott hier. Ich habe mich gefühlt wie so ein EasyJet-Pilot, der noch schnell seinen Kopfhörer aufsetzt und sagt, komm, Checkliste machen wir später. Jetzt fliegen wir erstmal los. Weißt du, so einer, der so kurz so hochschreckt. Oh Gott, Starterlaubnis. Ab geht's. Landeklappen, Fahrwerk, anschnallen. Und das ist ein Nichtraucherflug. Miep. Alles, weil ich jetzt zu früh auf den Opener da gedrückt habe. Ja, ich hatte hier noch nichts. Oh, ich war noch gar nicht bereit. Ich hatte mir noch gar nicht meine ich habe nicht mal meine Baywatch Berlin Uniform an. Ja, ich habe noch nicht mal meine gute Laune angezogen. Ja, das liegt an der Uhrzeit. Es ist nämlich 9 Uhr morgens. Ja, das wieso? Ist ja für uns kein Problem für Klaas. Wir lieben es ja. Wir sind ja frühe Vögel. Ich bin wirklich Vögel. Immer erst, wenn ich schlechte Laune habe, dann habe ich meistens erst immer so weiß ich nicht, ja, irgendwann, wenn ich einen Grund dafür habe. Ich wache ja nicht morgens auf, dann hätte ich ja ein schlechtes Leben. Wenn ich morgens aufwache und das Erste, was mir einfällt, ist, ich habe schlechte Laune, bevor irgendwas passiert ist, dann ist das ja direkt zurückzuführen auf meine Grundsituation. Und die ist ja voll gut. Ja. Also ich bin ja eigentlich nicht schlecht gelaunt. Das heißt, immer wenn mich dann bis 14 Uhr irgendwer runtergezogen hat. Dann, die anderen sind schuld, ne? Nicht die anderen, aber ja. Das Leben oder die Einflüsse oder die Umwelt oder was auch immer dann so auf einen herabprasselt. Ja. Ja. Diese Umwelteinflüsse. Ne? Manchmal ist es aber auch so, dass man denkt, der Tag ist eigentlich fast schon rum. Mhm. Und ganz am Ende, in der letzten Stunde des Tages, wirst du dann nochmal eingeholt. Und so ging es mir gestern. Wieso, was war da? Naja, ich lag da schon im Bett. Zwischen 23 und 0 Uhr passiert. Ja, und dann habe ich mir da Late Night Berlin, unsere Show da, also deine Show und deine Show haben wir angeguckt, ne? Und da habe ich mich ja gefreut. Ich freue mich ja immer, wenn die Show kommt. Dann kam aber diese Krötenmatz, ne? Ja. Hast du gedacht, dass wir die nochmal nach der Aufzeichnung rausschneiden? Also gebeten hast du uns, aber. Ja, es war mir ein Rätsel. Hast du die dann nochmal angeguckt? Es war mir ein Rätsel, was ihr aus der Scheiße macht. Und ihr habt genau das gemacht, was ich befürchtet habe, dass ihr draus macht. Nämlich also wie könnt ihr denn einfach 20 Minuten damit bestücken, mich zu beschämen? Jetzt will ich erstmal wissen, der Reihe nach der Reihe nach. Also gestern lief die ersten zwei Teile von der Passion Schmitti. Die ersten zwei Teile? Ja, es kommen noch zwei. Nächste Woche, Dienstag, ist ja noch gar nichts Ende. Dein Citizen Kane. Wir waren ja noch bei dir in Kerblech, da in deiner Heimat. Dann, es ging ja auch noch ran, wirklich an die Krötenhilfe. Ja. Und jetzt will ich aber erstmal wissen, wurde nach diesem Einspieler dir schon dein Eintrag ins Goldene Buch praktisch zurückgezogen? Hat sich die Stadt schon gemeldet? Du meinst in das Panini-Heften, das ich schreiben musste? Ja. Nein, die haben sich gar nicht mehr gemeldet. Also aus dem Saarland gab es erschreckend wenig Rückmeldungen. Haben deine Eltern was gesagt? Nee, die hatten gar nichts. Nee, gar die nichts. Hatten doch da Politikwechsel, da bist du jetzt, bist du auf dem schwarzen Ticket immer gefahren? Dann ist scheiße, ne? Wenn du auf dem schwarzen Ticket gefahren bist im Saarland, dann hast du jetzt da gar nichts mehr zu melden. Dann kannst du dich jetzt beim Bürgeramt, wenn du einen neuen Saarland-Ausweis brauchst oder was ihr da so habt, dann heißt es jetzt hinten anstellen, wie die anderen auch. Es gab keine Rückmeldung. Das würde mich auch stutzig machen. Wird mich auch stutzig machen, denn meine Eltern haben normal eine Antenne, wenn ich irgendwo auftauche und dann gucken sie sich das an und dann gibt es mal ein lobendes Wort oder nicht, ne? Und diesmal nicht. Ach, da gab es gar nichts jetzt? Nee, gar nichts. Nein, sie haben gar nicht gemeldet. Als wäre es nicht passiert. Nee, und ich dachte irgendwie, ist das ja auch okay. Ja, vielleicht, es gibt so bestimmte Sachen, die werden dann mal, weißt du, dann irgendwann in 2-3 Generationen später steht dann mal irgendwie ein mutiges Enkelkind auf und sagt, er will das jetzt besprechen. Ja. So, aber bis dahin kommt der Mantel des Schweigens darüber. Ne? Aber sag mal so, diese Pressekonferenz, ne? Also um das kurz so einzufangen, ihr habt ja, wir sollten dafür die Kröten über die Straße tragen. Ja. Und dann habt ihr eine Pressekonferenz abgehalten, ne? Ja. Die habt ihr organisiert. Jetzt muss man sich das hier, wie vor Gericht. Ich komme mir vor wie Mark Zuckerberg, als er da vom Senat da befragt wurde. Stimmt das, dass sie eine Pressekonferenz abgehalten werden? Und da muss ich immer sagen, ich kann mich nicht daran erinnern. I do not recall. Ja, was willst du wissen? Ich wollte mal wissen, so, und ihr habt euch da, habt ihr dann die tollen Schilder aufgestellt mit den Vielmann-Körper, mit meinem Gesicht drauf und den zwei Brillen, die ich da trage. Ne? Ja, kleiner Lapsus. Die Metzger stehen im Hintergrund rum, weil ihr das auch in einer Liona-Fabrik abgehalten habt, weil kann ich nicht ergründen, warum. Und ihr habt da die Presse eingeladen und ihr habt dann, im Grunde hast du irgendeine Rede gehalten, dass ich mal Ninja war. Ne? Und I dann, do not recall. Und dann hast du Kröten quaken lassen, ne? Eine Minute. Und wir standen da rum mit unserem Leona in der Hand.
Ja. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, ihr habt das ja gemacht, um mich zu beschämen, das ist klar. Nein. Gleichzeitig, ihr wart doch selber im Boot. Ihr, also ist, könnt ihr das dann so abschalten? Ist das so der Blair Witch irgendwie? Also ist das wie bei Blair Witch, man guckt durch die Kamera und dadurch wird es nicht so gruselig? Man ist dann keine echte Realität, man ist dann eher... Stimmt, das ist wirklich eine schlaue Frage. Aber ihr stand ja neben mir, ja, also stimmt. Ihr müsstet euch ja genauso geschämt haben. Die sind ja völlig beschämt, Klaas. Ach so. Wir sahen ja jetzt, wo du es sagst, wir sahen ja aus wie die Idioten. Ich glaube, wir haben einfach da... Von der gesammelten Presse. Die Süddeutsche Zeitung aus dem Saarland war da, die Zeit aus dem Saarland. Du frisst da die ganze Zeit, also er redet irgendeinen Quark und du frisst das mit den Leona. Ich hatte Hunger. Also ich glaube, dass wir einfach das nicht so schlimm finden und Mensch geblieben sind in gewisser Weise. Ja, wir sind da zum Anfassen. Ja, genau. So. Ja. Genau, wir sind auch zum Anfassen da. Ja. Also selber Sachen anfassen, zum Beispiel Wurst, ja. Und angefasst werden von Wurstfingern von den Leuten. Genau. Also wir sind, ich glaube, einfach... Und wir wohnen da ja nicht, das ist doch der heiße... Wir sind mit dem Herzen dabei, ja. Genau, wir sehen die da alle nie wieder. Ja. Was juckt es uns? Genau, wir wohnen ja in Berlin, das ist ja auch, ich bin sogar hier geboren. Das ist alles Wann gehen wir denn mal in deiner Jugend rum? Ja, gar nicht. Da gibt's ja doch, gar nichts zu schubern. Doch, wir fahren da mal hin. Dann fahr doch einfach selber ins KDW, du kannst dir alles anschauen da. Sechster Stock, da habe ich praktisch gewohnt. Da hast du gelernt. Links ist die Schokolade, rechts gibt es Champagner. Kannst du dir alles anschauen. Er hat in der Feinkostabteilung gelernt. Ja. 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 Da bin ich groß geworden. Ne? Ja, und bei mir waren wir doch schon mal. Wir haben damals doch. Ja, wir müssen schon nochmal nach Oldenburg fahren. Ja, können wir, das auch, können wir gerne machen. Also da bin ich. Jetzt kannst du mal lernen, Schmidt, wie man sowas angeht. Wenn so eine Idee hochkeimt, ja? Man könnte da mal in deine Heimat fahren und Krönung. Jetzt guck mal, wie der Chef drauf reagiert hier. Ne? Also wir können doch mal nach Oldenburg fahren. Sollen wir da gerne einen Rummel machen? Also es gibt einen Rummel im Oktober immer. Da gibt es den Kramermarktumzug. Das kommt von Krämermarkt, weil früher wurden da irgendwelche selbstgemachten Töpfe da verkauft. Und irgendwann ging das über in, weiß ich nicht, vor 100 Jahren, 1000 Jahren, ging das über in so einen Freizeitmarkt da. Und dann waren da Karussells und sowas. Und das heißt jetzt Kramermarkt. Das ist super geil. Das ist sollen so wir da Oktoberfest hinfahren? In klein. Also das, falls du sowas möchtest. Ne? Und sollen wir da viel Aufhebens um dich machen? Ja. Dich da stören? Ja, sicher. Das es ist gibt ja da, das Problem. Er findet das ja geil. Es gibt normalerweise, ja, also normalerweise führt den Kramermarktumzug, der passiert dann einen Tag vor. Wir haben ja keinen Fasching, Karneval, das gibt es ja nicht bei uns. Ne? Also beziehungsweise gibt es schon, aber macht keiner mit. Ihr habt da Töpferfest. Es gibt diesen Kramermarktumzug und da werden dann Kamelle geworfen. Das heißt dann auch einfach Bonbons. Und gibt es da auch einen Töpferprinz oder was? Nee, da gibt es Graf Anton Günther, der Oldenburg vor vielen, vielen Jahren vom Krieg bewahrt hat, indem er da mit Pferden gehandelt hat. Und willst du das sein? Nee, dann gibt es also einen Mann, der sich als, achso, ja. Der, ob du das, kannst doch du sein. Ja, aber ich will ja nicht, guck mal, der würde dann als Graf Anton Günther, ich will ja würde nicht, der, nicht, würde der, also, oder ist der, also sieht aus wie Sam Martin, der hat dann so eine ja. Graf Anton Günther Klamotten an ist, und hat führt auch so diesen Pferdekörper, ist er halb Mensch, halb Pferd? Nein, das hat damit nichts Pferd. Zu tun. Das ist ein echter Mensch. Nein, das ist ein echter Mensch gewesen. Ja. Das ist wo Mischung aus Tieren und Menschen, das ist Saarland. Das gibt's ja nicht bei uns. Immer und dann, noch, und dann, die Gags. Ja, tut mir leid, der lag jetzt auf immer der Straße. Noch. Er lag auf der Straße. Er kann mal vorbeifahren. Entschuldige bitte. So. Also willst du jetzt Graf Anton Günther sein? Nein. Beim großen ich will Klaas Häufer Umlauf sein. Klaas Anton Günther. Ja, weil ich finde auch, du bist eine größere Persönlichkeit. Ich will neben dem herreiten. Der soll auch da sein. Ein Pferd geschenkt. Der soll auch da sein. Ach so. Der praktisch, also der soll da sein, aber ich will ja nicht als einer da sein, sondern ich will als ich selber da sein. Der soll Graf Anton Günther soll reiten und ich will daneben reiten. Das ist aber ein bisschen so, als würdest du mit einem weißen Hochzeitskleid auf eine Hochzeit kommen. Ja. Bist aber nicht die Braut. Nee, es ist unsympathisch, ne? Aber wir können trotzdem dahin gehen. Können wir machen. Und wir können sehr viel aufheben. Können wir machen. Das funktioniert gar nicht bei dir. Würde dich das stören, wenn wir da mit der S-Klasse rumfahren? Nein. Mache ich ja sonst auch. Normal, ja. Wenn wir in der Pressekonferenz, der Bub ist zurück und so, dann würde er sagen, also würdest du nicht mal merken, dass das irgendwie ein der Prank Jung. Ist. Was meinst du, was da los ist, wenn ich da ganz normal nur meine Mutter besuchen gehe? Also wenn da nicht praktisch die Leute wie damals bei der, man muss sich das so vorstellen, vom Hauptbahnhof bis zu mir nach Hause ist es wie damals bei der ABBA-Mania. Da stehen die Leute am Straßenrand. Sieht aus wie bei der Tour de France, wenn ich einfach nur nach Hause fahre. Also, nächsten zwei Teile nächste Woche Dienstag. Wo kann man dich denn beschämen? 22:50 Uhr. Jakob, wo kann man? Nirgends, unbeschämbar. Hier, ich sitze ja hier nackt schon. Sollen wir mal im Porsche-Haus drehen? Nee, wir müssen, also das können wir machen. Oder, was er auch sehr gerne mag, ist zum Beispiel mit einer Gruppe was machen.
Oh, mag ich auch wirklich gar nicht. Das und ich wurde ja auch schon geprankt. Ich wurde beschämt von meinen lieben RBB-Kollegen und Freunden. Nur weil ich mal ein paar Straßen beschreiben wollte. Übrigens, wichtig. Ihr sagt jetzt so cool Prank, ne? Weil wir sind eine andere, wir sind eine coole junge Generation. Aber ich habe am Wochenende Verstehen Sie Spaß in der ARD geschaut. Oh. Und dort ist es offenbar so, also erst muss man sagen, fantastische Sendung, das ist so richtig klasse. Hab ich sehr, sehr gern geguckt, ne? Also waren tolle Pranks und alles Fantastico, ne? Tolles Debüt von Barbara Schöneberger, wieder sehr, sehr witzig. Und also wie gesagt, tolle Sendung, aber man hat gemerkt, ganz kleines Aber, in Klammern ganz klein unten drunter geschrieben, die Sendung zieht natürlich ab auf ARD-Publikum. Und ARD-Publikum ist, glaube ich, 94 Jahre alt. Und die will man nicht mit bestimmten Sachen verschrecken. Dann schalten die mich ab oder fallen vom Stuhl. Die sollen ganz gemütlich nach 5 Minuten einschlafen, damit der Fernseher anbleibt und die Quote stimmt. Ne? Mhm. Und deswegen will man die nicht verschrecken. Und ein Wort wie Prank, das würde ich verstehen. Die wissen gar nicht, was ist denn ein Prank? Prank, ich höre hier immer Prank. Keine Ahnung. Deswegen hat man sich für Worte entschieden, die aus den 20er Jahren, also aus den 1920er Jahren, offenbar sind. Und zwar hat man ausschließlich, wenn man die sogenannten Streiche, schon das erste Wort, beschrieben hat, mit folgenden Worten gearbeitet. Man hat sowas gesagt wie, da wurde einer gefoppt. Oh. Es wurde, ja, und dann, das Witzige war, ist, also Paola Felix, sie ist selber 102 Jahre alt und die hat früher mal, Verstehen Sie Spaß, glaube ich, 1910 moderiert. Und die war da und es sollte so ein bisschen, sie sollte so das Zepter, sie als menschgewordene Geschichte der Sendung an Barbara übergeben, sie als neue Moderatorin praktisch intronisieren. Und ich hatte richtig gemerkt, sie wollen auch so diese Verstehen Sie Spaß-Historie unterstreichen. Und sie hat auch diese Worte so ein bisschen mitgebracht, muss man sagen. Sie hat dann gesagt, gefoppt und so. Und dann hat Barbara auch so ganz normal das Wort weiterverwendet. Und auch andere Gäste, Hans Siegel kam, der Bergdoktor, liebe Grüße, hat dann auch gesagt, ich wurde gefoppt und ich habe jemand gefoppt. Dann nächstes Wort. Das Wort Streich war ihnen auch, glaube ich, irgendwann zu subversiv, zu avantgardistisch, zu modern. Deswegen hat man sich irgendwann darauf verständigt, dass man das, was dort passiert, nämlich Leute reinigen, Verlade heißt. Da hat er gesagt, ja, wir haben eine große Verlade geplant und folgender Mensch sollte gefoppt werden. Solche Sätze sind da gefallen. Und dann haben sie noch gesagt, wir haben danach den Spieß umgedreht. Haben sie das auch, war die Sprache, aber, auf die man sich geeinigt aber hat. Aber wurde am Ende auch noch gar jemand verschaukelt? Ja, es wurden Leute verschaukelt, durch den Kakao gezogen, vergackeiert, gefoppt und verladen. Und sind auch Leute ins Boxhorn gejagt worden? Exakt. Also da muss ich, habe ich mit großem Amüsement habe ich das gesehen. Toll. Klasse, ja. Ist da auch der eine dem anderen auf den Leim gegangen? Auf den Leim gegangen, oder durch den Kakao gezogen. All das ist passiert, ja. Bittere Erkenntnis, ihr habt mich im Saarland gefoppt. Ja, wir haben dich wirklich gefoppt. Gefoppt. Aber es war keine Verlade, Schmidt, das kann man so nicht sagen. Okay, dann bin ich beruhigt. Eine Verlade. Das ist witzig, das klingt wie irgendwas, was Joko erfunden hat, zum guten Zweck. Wie waren denn die Verladen so? Also gib mal ein Beispiel, was wird denn da so? Oh, da will ich nichts Böses drüber. Habe ich auch nicht gefragt, sag mal was Böses. Also, was denkst du? Das war eigentlich ganz gut, ich habe das auch geguckt. Also der Teil, der praktisch mit Ton gesendet wurde, war sehr interessant. Ja. Zwischendurch war... Aber gut. Aber da muss man die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen, weil man sagt dann, die sind ja doof und so, haben ja keinen Ton angedrückt. Ne? Aber es ist wirklich so, wenn so eine Sendung live rausgepetert wird, irgendwo im Studio in Berlin, die sind ja auch in Adlershof, wie auch wir mit Late Night Berlin, dann ist es, glaube ich, bei der ARD so, dann muss das über die Anstalt einmal so freigefriemelt werden, die Sendung praktisch produziert und ausstrahlt. Und die sitzt nun in Baden-Baden irgendwo. Und da hat jemand aus Versehen, 20.15 Uhr, war er noch so mit den Flips beschäftigt und hier Kakao anrühren, dass er einfach seinen Hauptjob, diesen einen Knopf zu drücken, nicht gemacht hat. Er hat sich wahrscheinlich noch in so eine große Schale mit Fops gemacht. Ja. Wenn man immer so reingreifen kann. Ja. Aber wo das Ganze vielleicht, wo wir von lernen können, wir mit unseren Sendungen auf ProSieben, wir vergessen unsere Alten zu viel. Ne? Also wir müssen auch mehr Angebote an die Alten machen. Wir sind zu modern in der Sprache, das können wir alles übernehmen. Und es wäre, glaube ich, gut, wenn wir mal zu Late Night Berlin oder auch zu Joko zum Quiz einen ganz uralten Opi einladen. Der erzählt dann auch so ein bisschen was von 1920, wie sie da schon mit der, die haben sich ja, 1920 haben die so bei den Verladen, haben sie so gemacht, die haben den Streich aufgebaut, gemacht und einer hat sich den gemerkt und ist dann zum Fernsehen gegangen, hat den erzählt. Weil die hatten halt nicht so richtig Kameras, so viele. Ah, ja. War ja nicht möglich. Das kann man mal. Also normalerweise, ich bin eigentlich immer enttäuscht, wenn es nicht einen Gag gibt bei Verstehen Sie Spaß, wenn man so einen weißen Lieferwagen sieht, der irgendwem gehört und dann geht der irgendwo rein
holt sich einen Kaffee und dann wird der Lieferwagen ausgetauscht. Ah, herrlich. Und dann wird die Handbremse gelöst und dann rollt er ins Hafenbecken. Ja, das ist gut. Und dann steht meistens so ein Mann mit so einem Blaumann, so mit so Armen so am Kopf daneben und denkt, oh nein, und sieht, wie sein Auto dann absäuft. Wir erleben ja auch oft, dass, wenn wir Leute verladen haben, dass sie die dann gar nicht ins Studio kommen wollen oder sogar vorher sagen, das soll nicht ausgestrahlt werden. Ne? Ja, das weil ist auch schon passiert, ja. Aber ich glaube, das ist das Geniale an der Sendung, dass sie verstehen, sie Spaß heißt. In Deutschland will sich niemand attestieren lassen, dass er nun keinen Spaß versteht. Und deswegen lacht er selbstverständlich, lässt sich umarmen und kommt danach auch noch in die Sendung. Das ist schlau, finde ich. Das stimmt, das ist schlau. Ja, ich werde ja wohl mal einen Spaß verstehen. Ja, wir haben gerade ihr ganzes Haus abgebrannt und ihr Auto ist explodiert. Ja, aber ich verstehe Spaß. Und dann kommen die. Ne? Das stimmt, ja. Also das, ja, interessante Worte. Verschaukelt, gefoppt. Ja. Ich war eigentlich immer gegen Prank. Ich habe mich lange dagegen gestemmt. Ja, du mochtest das Wort nicht, ne? Nee, weil ich mag es bis heute nicht. Ja. Es ist so fürchterlich. Es sind Drecksworte. Auch nicht gut, ja. Es ist ein Scheißwort. Es gibt so Worte einfach, da fragt man sich, wie haben die das geschafft, sich im. Ich habe letztens ein Wort gehört, das brauchen wir jetzt nicht so oft. Das finde ich aber auch irgendwie ein schwieriges Wort. Da, wenn man jetzt einen neuen Partner oder eine Partnerin bekommt. Also zugeteilt. Zugewiesen. Von Parship kriegt man den dahingestellt. Mhm. Und nein, aber so, wenn man jetzt sie kennenlernt, neu verliebt oder so. Und dann gab es aber schon ein Vorleben und derjenige bringt Kinder mit in die Beziehung. Ja. Und dann ist man so ein bisschen die Mutter oder der Vater von diesen neuen Kindern. Dann kann man sagen, man ist also der Stiefvater oder sowas, aber wenn man nicht richtig, man redet aber von den Kindern dann, also ich denke mal umgangssprachlich, von Beutekindern. Was? Habe ich noch nie gehört. Auch noch nie gehört. Aber mich ekelt es richtig vor dem Wort. Beutekinder. Ich habe also noch, man sagt dann, ich habe noch drei Beutekinder. Wer sagt das? Ja, Leute, die das so haben. Ach so. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Ist das was Gutes? Ja, also das war durchaus positiv. Die gesagt haben, das sind jetzt also, die mögen mich, wir mögen uns auch. Aber das sind meine drei, die habe ich gemacht und das sind drei Beutekinder. Ja. Beutekinder. Ja. Aber ein richtig fieses Wort. Oder? Schüttelt mich. Aber die haben sich so richtig durchgesetzt, so bestimmte Worte. Und da weiß man nicht, also ich komme gar nicht hinterher mit dem Verbieten. Fragen an den Prominenten. Lieber Klaas. Lieber Thomas Schmidt. Du kamst dir ja vorhin schon vor, als wärst du vorm Kongress, ne? Und musst da aussagen, wie Mark Zuckerberg, so, ne? Ja, das ist noch das Beste. Dann schnall dich an, was jetzt kommt. Ui. Oh, was hast du jetzt? Was warst du am Planen dran? Also ich bin ja, ihr wisst es, ich bin ja auch so das Ohr für die Belegschaft hier von Florida TV. Ne? Also jeder, der was auf dem Herzen hat, kommt zu mir und erzählt mir so, klagt sein Leid. Vertrauenslehrer. So, weiß man ja. Das ist meine Bestimmung. Das weiß jeder. Und da kam jetzt wieder, liebe Kollegen zu mir und haben mich auf was aufmerksam gemacht, was ich ungeheuerlich finde. Ungeheuerlich. Und ich möchte jetzt aber gerne mal dein Statement dazu hören. Jetzt bin ich aber gespannt, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Vor einer Woche, ne, habt ihr Duell um die Welt Interviews gemacht. Also da kommt ja bald noch eine Folge. Also Klaas und Joko. Genau. Ja. Dann haben Klaas und Joko sich getroffen und dann sitzt ihr vor irgendeiner Pappwand oder einem. Genau, vor irgendeinem Haufen Scheiße. Ja. Und dann müsst ihr so, dann dürft ihr kommentieren, wie eure Teamkollegen bei Duell um die Welt die Aufgabe angegangen sind. Ja, wir gucken uns dann den Beitrag an. Wir können dann alles sehen, was die gemacht haben und können das selber für uns nochmal so ein bisschen einordnen. Das macht immer großen Spaß, weil wir ja nicht wissen, wie sind Sachen abgelaufen, ne? Mein Teammitglied oder Jokos Teammitglied. Und dann ist das schon spannend, weil wir dann, wenn wir es halt hinkriegen, vorher auch nicht wissen, hat es geklappt, hat es nicht geklappt und so. Ist spannend, ja. Jetzt müsst ihr aber meistens, weil ihr seid Promis, ihr habt wenig Zeit, da muss man ja mehrere Interviews hintereinander machen, ne? Also dann siehst du nicht nur einen Beitrag, sondern im Grunde alle Beiträge dieser Sendung und guckst dir das an. Ja. Und jetzt kamen Leute auf mich zu, ich kann das nicht glauben, Jakob. Also ich kann das nicht glauben, ich stelle das jetzt mal in den Raum, aber ich gehe davon aus, das hat jemand in den falschen, das ist stille Post, ne? Du sagst doch endlich, was ist denn das für ein Affentheater hier? Also da werden ja Kameras aufgebaut, 3-4 Stück, ne, diese Laken. Dann ach, ich weiß, was du willst. So, und jetzt stell dir mal vor, Gabriel, es könnte sein, ne, dass Klaas während dieser Arbeit geschlafen hat.
Achso, nein, das Was? Das ist geschlafen. Während Joko versucht noch weiter zu performen und sich den Beitrag anzugucken, sieht man Klaas daneben liegend auf dem Stuhl, also so richtig runtergerutscht und du schläfst tief und fest. Und wenn du jetzt sagst, nein, das stimmt nicht, ich habe das Foto. Was? Ich habe das Foto, ich werde das auch online stellen. Ist nicht dein Ernst. Also man muss das beschreiben, wir sind ja im Podcast. Man sieht zwei sehr schöne Holzstühle, dahinter ein rosafarbener Vorhang. Und Joko versucht, den Blick in die Kamera aufrechtzuerhalten und Klaas liegt wirklich auf dem Stuhl und ist, schläft tief und fest. Ja, Moment, er sollte da was vorlesen, das sieht man ja auch, er hat da so ein Buch in der Hand und er sollte da irgendwas vorlesen. Und du warst nicht dran, da hast du gedacht. Die haben gesagt, die filmen nur ihn. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kann ich mich ja ablegen. Du bist doch auf der Arbeit, also ich meine, der macht da einen Kommentar, einen witzigen für den Beitrag und dann nutzt du die erste Gelegenheit, um mal zu schlafen. Also das sieht so frech aus, das ist so, das kann ich auch nicht. Kannst du das glauben? Nee. Und dein Statement ist, du hast gedacht, die Kamera wäre kurz. Nee, was heißt gedacht? Ich wusste das. Ich wusste dir, ich habe gesagt, bin ich dran oder nicht? Und dann haben die gesagt, nee, er muss jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann nutze ich die Zeit und mache Powernap, damit ich danach wieder zu 110% verfügbar bin, wenn ich wieder dran bin. Ich will ja immer frisch sein, ich will ja nicht schon so runtergelebt sein. Weißt du, wenn die mich dann zu einem weiteren Interview dann konsultieren, will ich ja nicht schon so wirken, als wäre ich schon 6 Stunden durchgehend wach und hätte schon, also erst. Du musst mich nicht so angucken, aber ich schlafe gerade, ich bin gerade nicht dran, ich schlafe jetzt. Also ich vergesse auch nicht, wie du damals während der Podcast-Aufnahme einfach rausgegangen bist, dir einen Kaffee geholt hast. Da dachte ich, das wäre schon der größte Affront. Das war der Gipfel bis dahin, ne? Ja. Aber das, ich konnte es nicht glauben. Ich habe den Kollegen gesagt, bitte geht's weg. Ich will davon nichts sehen. Ey, das müssen wir uns jetzt nochmal anhören. Weil es war so, du warst von einem Hotel aus zugeschaltet. Wir haben hier irgendwas gefaselt. Und dann hören wir es klimpern. Da bist du aber mitten im Podcast weggegangen vom Mikrofon. Da war ich im Urlaub. Hast nicht zugehört und hast dir einfach einen Kaffee gemacht. Ja. Wir hören jetzt nochmal rein. Es ist ja so, während alle großen Podcaster, zu denen wir heraufschauen, alle jetzt in den wohlverdienten Urlaub gehen. Klaas geht jetzt schon in Urlaub. Ja, Klaas ist gerade gegangen. Ne? Was denn? Warte, ich muss mir mal einen Kaffee machen, aber erzähl ihr mal. Wir hören hier Türen. Was ist denn los? Du holst dir wirklich jetzt... Lass mich doch mal eben Kaffee. Erzähl das doch mal eben mit dem... Jetzt. Mach dich nicht so... Jakob, viel. Schreien an. Komm. Nee. Das ist frech. Das nächste Mal nehme ich mir einen Gameboy mit. Ja. Moment! Boah, das ist frech, ey. Eine Ewigkeit später. Das ist die größte Frechheit, die ich je erlebt habe. Moment. Komm, wir gehen einfach. So, tschüss. So, geht los. Ey, ich wollte wirklich noch über das Sommerhaus. Ja, na klar, machen wir, aber dafür brauche ich erstmal einen Kaffee, sonst halte ich das nicht durch. Da war ich im Urlaub, ich weiß es noch, genau, fällt mir wieder ein. Ja, was wollt ihr denn? Ich war im Urlaub, da kann ich mir wohl mal einen Kaffee machen zwischendurch. Seid mal froh, dass ihr überhaupt da ist. Das ist das Ding, da hast du auch gedacht, ich bin gerade nicht dran mit reden. Ja. Ich gebe denen jetzt mal 2 Minuten, da kann ich mir einen Kaffee machen und dann darf ich wieder dann reden. Dann dürfen die mal überbrücken. Ja. Also wenn hier das Wort Elden Ring fällt, ja, da schiebe ich mir eine Pizza in. Da weiß ich, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Entschuldigung, ja, was soll ich jetzt machen? Bei wem muss ich mich entschuldigen? Wer war da? Naja, Anne, Thomas Martins, all die. Anne, also, die Anne hat das weitergeschickt. Nee. Wer denn sonst? Nee, das wird mir unter der Tür durchgeschoben. Zugespielt. Ja, von wem? Ist die Frage. Von schockierten Leuten. Mhm, klar. Weiß genau wer. Ja, Martins oder was? Das macht immer Jan Bob, unser verdienter Cutter und lieber Kollege. Was, lieber Kollege? Der ist ein lieber Kollege. Na, aber klar, Jan-Bob ist für mich Jan-Bob, habe ich eine Feuerschale geschenkt. Der Pisser, ey. Klar, ihr habt doch der... Die du von Schmitty gekauft hast? Genau. Mhm. Diese Feuerschale. Die war also ultra teuer. Schmitty, also ich sagte jetzt mal die Sache, wie das ist. Schmitty hat besoffen eine Feuerschale gekauft im Internet. Ja, das ist genau. Und auf einmal war die da und die hat 500 Euro gekostet. Und dann wollte er die loswerden, weil er war zu faul, die wieder zurückzuschicken. Ja? Dann hat er gesagt, Klaas, willst du die nicht kaufen? Ne? Das war dem völlig egal, der wusste, ich habe eine. Ich habe die einfach gekauft, weil ich dachte, ja, weiß ich auch nicht, dann gehen wir doch nicht auf den Sack, dann bitteschön. Ne? Dann hat er das ganze Geld, wo der nun wirklich keine arme Kirchenmaus ist, ne? habe ich hier Thomas Schmidt das ganze Geld gegeben. Dann stand das Ding hier rum. Und dann kam hier Jan-Bob rein und hat diese Feuerschale angeschmachtet. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall habe ich irgendwann gesagt, hier, du, hier, nimm mit. Ja. Und dann hat er mir noch Fotos geschickt, wie er da sitzt und Feuer angemacht hat vor seinem
Bauwagen da auf seinem Grundstück da. Das ist richtig schöne, ja, schon so ein Hippie-Grundstück da, wo Jan Bob. Neukölln. Ja, voll schön. Ja, und was, worauf soll jetzt hinaus? Ja, und jetzt dieser Jan Bob, der da noch so tut, als wäre mir ist dankbar. Ist ein mutiger Mann, er ist ein Whistleblower. Aha. Er hat die Whistle geblowt. Das ist ein richtiger Whistleblower. Ah ja, okay, und er ist jetzt wie. Hast du eine Ansprache an Jan Bob? Was willst du ihm sagen? Der soll mal schnellstens nach Moskau und sich verstecken. Das sag mal. Ja, wie Whistleblower halt. Also Jan Bob war es nicht. Das war nicht Jan Bob? Nee. Aber er ist kein Whistleblower. Nee, aber interessant, was du über ihn denkst. Ja, ein Kollegen, der seit Jahren zu dir hält, die Sachen schneidet von dir, irgendwie, wie das auch rausschneidet. Aber also Moment mal, wie denkt der Klasse? Er hat dann nur gesagt, er hat ihm eine Feuerschale geschenkt. Nach Moskau schicken, ne? Ja, als Whistleblower, das macht man mit Whistleblowern. Naja, mittlerweile auch nicht mehr nach Moskau. Nee, jetzt nicht mehr. Damals schon. Man kann nur hoffen, dass Obama einen irgendwann begnadigt. Ja. Also ja. Ja. Ich habe auch nicht erwartet, dass da ein Statement kommt, das irgendwie einleuchtet. Ne? Mir ist mittlerweile alles egal. Wirklich, mir ist das egal. Mir ist alles egal. Ich habe letztens, ich hab vor, wann war denn das? Vor ein paar Tagen irgendwann, am Wochenende habe ich Fernsehen geguckt und dann kam nur Schrott. Und dann habe ich, was habe ich denn da geguckt? Was war das für ein Tag? Da kam nur Schrott? DSDS habe ich geguckt. Oh ja. Und dann habe ich wirklich mit all meiner Kraft. Und dann dachte ich, jetzt schalte ich um. Und dann habe ich eine Doku geguckt. Das war toll, das gucke ich gerne. Ne? In den Tiefen der Ozeane, ihr wisst, da habe ich was für über. Ne? Und da ging es auch um so U-Boote. Die waren dann 1000 Meter da unten. Und dann sind ja diese ganzen, ne, diese Elektrofische, die da wohnen. Bei DSDS? Nee, da auf Phoenix. Haben wir das Casting ganz offen gestaltet. Auf Phoenix. Auf Phoenix war das. Ja. Und es war wirklich interessant. Und dann gibt es diese Fische, weißt du, die aussehen wie so Daddelautomaten. Das war's für dich. Die leuchten so. Kann man an denen ziehen, dann kommt Geld raus? Nee, aber man kann bestimmt was reinstecken. Dann kommt dann eh nie Geld raus bei den Dingern. Was reinstecken kannst du da auch. Ja. So, und dann leuchten die so, ne? Als hätten die wie so eine hässliche Weihnachtsbeleuchtung in so einem. Ne? Ja. Und so Leuten, die das nicht so gut können. Und dann gibt es aber tolle Sachen da und dann stellst du fest, da unten gibt es ganz viele Sachen. Also gibt es zum Beispiel so Wasserspinnen und so und irgendwelche Krebse und die machen da ihr Ding. Ne? Die machen da unten ihr Ding. In 1000 Meter Tiefe haben die so ihren Kram zu tun. Das ist irre, wenn man darüber nachdenkt, weil die sitzen da unten und zum Beispiel irgend so ein Krebs, der hat zum Beispiel gelernt, wie er sich tarnt, damit er also nicht gesehen wird. Und der muss auch ab und zu raus, sich was zu essen holen. Und dann bereitet er das so vor. Also er hat so richtig so einen Plan, ne, wie das läuft dann. Ja. Auch ansonsten wissen die dann schon, da gibt es so eine Insel, da müssen die Krebse alle hin, damit die ihre Krebseier da hinlegen können. Aber da sind halt so, ist so eine, die heißen Drückerfische oder so, die fressen die dann immer alle. Und so. Und dann müssen die nur nachts raus, weil die Drückerfische, deswegen heißen die so, die drücken sich so in die Wand rein und klemmen sich so in die Wand. Die gehen richtig ins Bett. Das ist super witzig. Das sind so ganz normale Fische und die legen sich hin. Die legen sich hin und klemmen sich in die Wand rein. Die drücken sich praktisch rein und dann schlafen die da, ne? Und wenn die schlafen, dann können die anderen raus und sagen, gut, jetzt hauen wir hier schnell unsere Eier rein und dann wieder zurück. Also was man alles nicht mitbekommt, dass die auch ihren Stress haben. Dass die auch ihren Zeug zu erledigen haben, dass die auch denken, boah, morgen wieder, wenn die Drückerfische schlafen, dann drücke ich meine Eier raus. So, und diesmal bringe ich schnell hinter mich. Diesmal bringe ich schnell hinter mich, hoffentlich passiert uns nichts und so weiter, ne? Und guck mal, wird dunkel, ne? Zeitumstellung ist immer noch hell, ne? Und so. Diese Information, die ich daraus nehme, ist dann für sowas zum Beispiel, ne, da könnte ich mich jetzt tierisch drüber aufregen, aber ich sehe die Kleinheit meines Problems im Lauf der Dinge, wo ich so denke, jeder hat Stress. Jeder hat seine kleinen Sachen. Was könntest du dich aufregen? Ja, jetzt so, dass du jetzt mir dass wir gesagt haben, du schläfst auf der Arbeit. Zum Beispiel. Oder so andere Sachen, wo du mich mit ärgerst. Oder wenn ich jetzt du wäre und ich müsste ins Saarland und würde mich da irrsinnig schämen, so wie du. Ne? Das wäre dann auch eine Lehre für dich. Dann denke ich also an diese Viecher und denke mir wirklich, das ist für mich der Beweis, jeder hat seinen Kram zu tun. Jeder. Sogar Tiere, von denen ich nicht mal weiß, dass es sie gibt, die in 1000 Meter Tiefe da ihr Essen vorbereiten müssen oder sowas, ne? Die auch denken, boah, muss das jetzt sein, ne? Das ist wie bei Lanz und Brecht hier, ey. Tollkühne Thesen. Aber ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, ne? Aber ich glaube, wenn ihr zwei. Dann ist mir alles egal, weil es ist so. Ich kann nicht darauf hinleben, dass ich irgendwann einfach nur noch alles super ist. Das ist nicht mal bei Krebsen in 1000 Meter Tiefe so.
Ich glaube, auch die wären beschämt, wenn ihr mit einem U-Boot 1000 Meter runterfährt. Dann würden die Drückerfischen da auch mal blöd gucken, wenn ihr da randaliert in deren Heimat, ne? Glaube ich auch. Ja, jetzt stellst du eine falsche Verbindung her. Du hast das überhaupt nicht. Er will sich auf das Bild nicht einlassen. Du ich hab nicht kapiert da, weil die Fische da auch irgendwas zu tun haben, sagst du, ist mir alles egal im Leben. Genau. Das habe ich schon kapiert. Genau, das ist der Bogen, den ich philosophisch spannen wollte, den du jetzt hier sagst. Alle können dich mal, ne? Wird halt gepennt, ey, weil die Fische da unten auch sich an die Wand drücken. Ne? Das habe ich schon kapiert. Ja klar, das ist genau so. Besser kann man das nicht beschreiben, wie du das gerade gesagt hast. Das ist wirklich, das ist die Kleinheit. Die Kleinheit, die Universelle. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ne? Ja eben. Und da kannst du dir überlegen, ob ich als Krebs da mit schlechter Laune da mein Essen zusammenrolle oder ob es mir egal ist. Ja, mir ist egal. Und ich bin ein Krebs, dem es egal ist. So. Das wollte ich sagen. Und wenn ihr jetzt, ihr könnt ja, dann geht doch selber in die Universität und studiert Philosophie und stellt den Bezug her. Ihr wisst doch, was ich meine. Ich habe kein Abitur, aber ich kann genauso gut Sachen mir ausdenken wie Precht. Bilder finden, weißt ja. du? Ja. Ja. Ach je. Was macht denn eigentlich die Judas-Aktion bei RTL? Ja, wollte ich gerade auch mit drauf zu sprechen kommen. Wir suchen ja immer noch den Judas von RTL. Das geht ja um die große Passion Christi. Ich glaube, in 2 Wochen ist es soweit, am Samstag oder Sonntag. Ist ja egal. Es ist in 2 Wochen soweit. Auf RTL läuft die Passion Christi, ein großes Live-Performance-Stück im Zentrum von Essen, in der Jesus von Alexander Klaas gespielt wird und viele weitere RTL-Promis. Oder andersrum. Oder anders. Ich glaube, Henning Baum spielt das Kreuz und so, mal so genau weiß man es nicht. Und da wird viel gesungen und gemacht und Thomas Gottschalk erzählt praktisch die Geschichte. Ne? Mhm. Und das Ganze mitten in Essen. Und wir sind im Grunde, hast du letzte Woche gesagt, hast Partner-Podcast. Dieser Sendung. Medienpartner und Unterstützer. Bei uns, wir sind der Countdown einerseits zur Sendung, aber auch die Nachlese. Wir sind alle Sendungen eigentlich, die Angela Finger erben oder Frau Ludwig bei RTL um andere Sendungen herum moderiert, sind wir praktisch diesmal. Und deswegen haben wir aufgerufen, Leute, wenn ihr in Essen wohnt, wo dieses Spektakel ja bald stattfinden wird, wo geprobt wird, wo aufgebaut wird, meldet euch bei uns und gebt uns schon mal First-Hand Information. Was ist da los? Und das haben ein paar Leute gemacht, aber es könnten noch mehr und bessere Informationen sein. Einer hat zum Beispiel geschrieben, die sind da was am Bauen dran, ich habe ein Fenster, ich sehe alles, aber ich fahre jetzt zum Skifahren, tschüss. Solche Informationen, wir brauchen bessere Informationen. Aber die sind jetzt schon am Bauen, es sind wohl sehr viele übellaunige Bauarbeiter da. Es wurde sehr oft mir geschrieben, dass sie übellaunig sind. Und die bauen wohl gerade die Bühne. Am Berg Christi und dann schlecht gelaunt? Ja, exakt. Ja, wer weiß, vielleicht sind die nicht in der Kirche. Ja, es kann sein, ja. Vielleicht sind es extra Heiden, die man geholt hat, um das aufzubauen. Ja, damit die nicht ständig. Damit die das unemotional machen, dass sie nicht immer weinen, ne? Ja, erstmal das und damit die nicht jedes Mal bei jedem Nagel, den sie da irgendwo reinschlagen, immer überprüfen, Blasphemie, ja, nein. Ne? Ja, die sollen auch einfach arbeiten. Ne, das genau, die bauen dann die Bühne und dann sind die so gerührt, dass sie da das Werk des Herrn praktisch vollenden auf RTL, dass sie nicht weiterarbeiten. Deswegen hat man wahrscheinlich extra Heiden genommen. Es gibt ja auf den Philippinen, ne, die sind ja auch sehr, sehr christlich. Mhm. Und da gibt es ja die Passionsspiele auch da. Bis auf den philippinischen Präsidenten, der Duterte, so, der gesagt hat, der Papst ist ein Hurensohn. Richtig, das ist... Der ist nicht so christlich. Nicht so christlich, ne? Nee, aber so christlich, da gibt es durchaus sehr radikale Christen. Mhm. Und die lassen sich ja dann auch tatsächlich ans Kreuz nageln. Also... Hier Nägel rein als in die Hand. Als Szenespaß so. Oder wie? Ja, als Martyrium für den Herrn. Und aber sterben, also ist es so ein kleines Späßle so zum Ferienanfang? Also Späßle oder? Ist nicht, aber die leiden, die wollen das Leiden von Jesu 1:1 nachempfinden. Und deswegen lassen sie sich wirklich, literally, genau wie Jesus, ans Kreuz nageln. Ich drauf hoffen, dass RTL auf so ein Mix aus Duell um die Welt und einem Musical. Ach so. Ah, dass da richtig zur Sache du meinst, geht. Jenke, der macht das wirklich. Der macht das wirklich. den haben wir ja, der kommt nochmal um die Ecke. Den haben wir ja weggekauft. Ne? Ja. Der muss der macht das jetzt wirklich auf ProSieben. Den müssen wir jetzt bei ProSieben jetzt an die Wand nageln. Ne? Ja. Ach, das wäre gut, das Jesus-Experiment. Ja. Jenke lässt sich ans Kreuz nageln, damit wir es nicht tun müssen. Genau, ja. Jenke, der macht der das wirklich. Der kann komplett alles machen, mal. Ja, kann das alles das Kreuz sagt, Jenke von Wilmsdorf, Untertitel, mehr Nägel, ich rutsche. Also das heißt, es wird gebaut, aber wir brauchen wirklich euch. Das ist deine einzige Info, die du hast. Hast du bessere Infos bekommen? Nee, gar nichts.
Was siehst du? Ich habe auch nur zwei, drei, es wird aufgebaut, die Handwerker sind in meiner Analyse Heiden, sind übellaunig, was ja gut ist für den Fortschritt, ne? Mhm. So, und ja, jetzt erwarten wir, dass ihr auch nochmal fleißig hier uns schreibt und uns bessere Informationen gebt. Ich möchte auch, dass ihr nochmal als Baywatch-HörerInnen nochmal genauer hinhört und schaut, wer ist da in Essen beim Bäcker? Habt ihr schon Star-TV-Regisseure gesehen mit Seidenschal und die Hose bis über den Bauch? Aber wer ist da? Das ist jetzt zwei Wochen vorher noch okay, dass da nichts rüberkommt, ne? Ja. Aber es wird tausende Doubles geben. Und, ja, Lichtleute. Genau, Lichtleute. Aber ihr wisst doch, wie das ist. Das ist jetzt zwei Wochen vor. Das ist, als wenn du zwei Wochen, bevor wir irgendwo hingeht, in die Halle gehen. Wo da dann, ist nichts. Da ist auch nichts, aber es kommt dann. So, und ja, die haben nicht so, das ist auch natürlich billig gemacht, ne? Das heißt, die kommen natürlich. Na. Nein, also so wie das eben im Fernsehen sein muss, machen wir ja genauso. Ja. Wir kommen fünf vor, los geht's, bauen da hektisch alles aus zusammen. Ja, damit man nicht noch schon die drei Tage vorher da den ganzen Markt absperrt. Das kostet ja Geld. Aber es ist ja so, wir wissen ja, wie Fernsehproduktionen gehen. Wir haben natürlich so ein Mammutprojekt und so hochwertig noch nie was gemacht. Deswegen können wir auch nur mutmaßen. Aber es ist ja so, dass sie wahrscheinlich proben werden zum Beispiel, ne? Die werden die Sachen proben, die werden schon mal das Licht einstellen, da werden Musiken ertönen und das müsst ihr bitte alles ganz genau aufnehmen. Na, ich sage genau, aufnehmen ist das Stichwort, weil auch der Regisseur und so, die werden ja Durchsagen machen. Genau, die wollen wir hören, die können wir hier abspielen. Jetzt brauchen wir die drei Mörder, jetzt brauchen wir hier noch den Heiden und so, ne? Alex Klaas, komm noch mal her, du stehst dann hier und du so. Du leidest noch nicht genug. Das machen wir mit der zwei. Tust du mir noch mal ein bisschen Wasser in Wein hier? Ja, genau. Ja, und nehmt das alles auf mit dem Handy, wir und werden dann das nicht abspielen können. Die drei. Sagt dann einer. Und dann fliegt die drei. Ja. Ja. Das ist der Kran, ne? Ja, das ist der Kran, wenn der Kran fliegt. Es gibt Regisseure, die sind so ganz gut drauf, wenn sie sagen, und die drei fliegt. Mhm. So als Ansage, damit man richtig das Fliegen hört. Vielleicht haben die auch eine Spider-Cam. Ja, das kann auch sein, ja. Ja, das Spider-Cam, die saust dann so über den ganzen Marktplatz. Das ist das, wo sich der Greenpeace-Typ da beim Fußball verheddert hat. Ja. Weißt du, der da reinfliegen wollte, wo das dann bald schief gegangen ist. Aber ist da was so schnell, dass man eine Spider-Cam braucht? Das ist auf so Schienen, so zack. Ich glaube, so was Schnelles wird nicht passieren. Meinst du nicht? Nee, es gab, glaube ich, kein Wettrennen. Ja, aber die Performance, die Drohne kann nicht fliegen, wenn es regnet. Ja. Die Drohne kann nicht fliegen, wenn es regnet, tut. Da muss ein Kran ran. Ja, das wird doch reichen, ne? Ja. Also wir brauchen mehr Informationen. So ist es einfach, ne? Voll. Wir rufen euch auf. Es geht auch nicht, vielleicht, ne, wenn Kritiker werden sagen, Pharisäer werden sagen, ja, ihr wollt ja nur den Leuten da den Spaß verderben. Nein, wir wollen Anteil nehmen. Mhm. Wir machen jetzt nochmal einen ordentlichen Aufruf, so einen richtigen, mit allem drum und dran, den wir jetzt einsprechen. Be Judas, die neue Aktion von Baywatch Berlin. Weißt du etwas über die Aufzeichnung der Passion Christi auf RTL in Essen? Kannst du interessante Infos zu den Arbeiten vor Ort geben? Dann sei unser Judas und schreib uns auf Instagram. Vielleicht sind deine Infos schon bald in unserem Podcast. What would Jesus do? Be Judas. Be cool. Ich habe so eine Zuschrift gekriegt, die lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, was ich davon halten soll. Ob das jetzt irgendwie... Eine Zuschrift... Also ein E-Mail oder was? Oder machst du das hier wie Wolfgang Grupp, lässt dir deine E-Mails ausdrucken? Vorlesen, ne? Von einem Affen. Nee, aber also ich weiß dir nicht einzuordnen, ob das jetzt ein Kompliment in irgendeiner Form ist oder nicht. Ne? Also pass auf, hier schreibt da einer, hallo Thomas, möchte dir etwas erzählen, das mir zuletzt aufgefallen ist. Ich höre sehr gern euren Podcast Baywatch Berlin, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Ich habe eine Tochter, die knapp ein Jahr alt ist. Wenn ich sie abends ins Bett bringe, klappt das manchmal gut, manchmal aber auch weniger gut und es dauert einige Zeit. Um mir die Zeit im dunklen Zimmer zu erleichtern, habe ich vor zwei Wochen zum ersten Mal euren Podcast währenddessen über meinen Handy-Lautsprecher gehört. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, schlief meine Tochter sofort ein. Am nächsten Tag wiederholte ich das ganze selbe Ergebnis. Ich dachte, das ist ja super. So, und mir ist da ein Schema aufgefallen. Immer wenn du lange sprichst, schläft sie tief ein. Bei Jakob und Klaas nicht, bei dir schon. Das finde ich toll von dir. Vielen Dank. Zuletzt war eine Freundin meiner Frau zu Besuch, die einen einjährigen Sohn hat. Da wagte ich doch glatt ein Experiment. Du kannst es dir bestimmt schon denken. Ich spielte euren Podcast. Selbes Ergebnis. Du sprichst, die Kinder schlafen. Das gibt's ja nicht. Wie du jetzt mit dieser Info umgehen möchtest, sei dir überlassen. Ja, wie gesagt, mir geht's manchmal ähnlich. Offenbar. Ich nick auch schon mal weg. Mhm. Ja, du hast halt was... Beruhigendes. Ne? Oh, darf ich mir was wünschen, Schmitti? Hm. Weil, also, wenn wir Eltern helfen können, dass ihre Kinder schlafen, weil du kannst fast keinen größeren Dienst an der Gesellschaft leisten im deutschsprachigen Raum.
Und ich würde mir wünschen, dass du vielleicht im Anschluss an diesen Podcast eine Minute oder vielleicht auch fünf Minuten was Todeslangweiliges vorliest. Und dann können die diese können Eltern das nutzen als Einschlafservice. Es gibt den Einschlafen-Podcast, ja. Den gibt es. Ja. Liebe Grüße an Tobi Bayer. Ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt. Den gibt es noch. Ne? Der genau. liest seinen Rilke da Tag und Nacht. Je nachdem, manchmal ist es auch hier mit den Wildgänsen. Manchmal kommt irgendwas von der Kant. Sauna im Garten. Ja, das sind die Geschichten vorher. Und ich habe das immer gehört. Und ich habe es dann irgendwann, ich bin dann zurückhaltend geworden mit meiner Werbung darüber. Weil ich habe irgendwann mal in einem Interview gesagt, das ist also wirklich, das ist alles ja so langweilig, was da passiert. Also besser kann man es ja nicht machen als Einschlafen-Podcast. Ja. Weil ich dachte, das wäre Absicht. Dann hieß es zwischendurch, also ich wäre falsch formuliert. Ach, das war gar nicht Absicht. Na, doch, klar ist das ja. Absicht und so. Irgendwie sind wir da kommunikativ aneinander vorbei. Ich wollte es eigentlich loben, ich wollte sagen, super, weil ich höre es ja, gerne. Super langweilig. Ja, naja, weil auch vielleicht werden die Sachen ja auch langweiliger erzählt, als sie wirklich passiert sind. Also weißt du, wenn man dann... Ja, klar. Es wird immer kurz, bevor es spannend wird oder wo man aufgeregt sein könnte als Einschlafender, wird abgebogen Richtung doch nicht so schlimm, ja? Also, ja. Weiß ich nicht, dann sind also viele Fastgeschichten haben wir heute drüber gesprochen. Viele Fastgeschichten, die sind dann Jahre her, da waren die im Zirkus. Also die ganze Familie und dann konnte man sich da so für 1 Euro oder vielleicht auch umsonst so eine Schlange umlegen, ne? Aufregend, ne? So eine große Python konnte man sich da so um den Hals legen, Foto machen. Das ist mir fast zu aufregend, das Bild. Genau, und dann kam das so, ich dachte, oh. Ja. Und dann ging schon mein Puls hoch und dann hieß es, das haben wir nicht gemacht, war zu gefährlich. So ist es immer. Ja, so ist es immer. Ja. Und, perfekte Fast. Ja. Genau, ja. Das ist eine perfekte Fastgeschichte. Ja. Ja, aber das ist deswegen doch gut. Deswegen kann ich nichts darüber berichten. Das ist aber perfekt, die ganze Geschichte zu erzählen, aber dann der Moment, wo es spannend wird, einfach weglassen. Ja, das ist der Trick. Einfach jede Geschichte erzählen, nur den einen Part, wo es mal crispy wird, den nicht erzählen. Wie bei der Krötenmatz. Ungefähr so. Und dann wird am Ende, und meistens erreicht man das eben nicht, weil man vorher schon einschläft und so, also und das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, in kompletter Sympathie. Weil man muss ja auch jemandem zuhören, da geht es teilweise auch um so, weiß ich nicht, manchmal geht es um ein neues technisches Gerät gekauft, dann wird das erstmal besprochen, was das alles kann. Das ist interessant, wenn man jetzt Pfeife ist und sich für Mikrofone interessiert. Mhm. Wenn man jetzt nicht Pfeife ist, dann ist das nicht so interessant, aber man kann gut einschlafen, weil das Gehirn ist auf Trab gehalten, so mit irgendwas. Das ist nicht jetzt, dass man jetzt nicht anfängt, über irgendwelchen stressigen Kram nachzudenken, den man vielleicht sonst so im Kopf hätte. Aber eben nicht so, dass man nicht auch währenddessen herrlich wegschlafen außer kann. Außer für Pfeife. Für den ist das wie Kokain. Für den ist das wirklich, genau. Wie reinstes Kokain aus Kolumbien direkt in die Möhre reingeschossen. Das ist genau. Und oh, der Schur 73-1 mit der Nierenkondensator hier. Kriegt der richtig Bluthochdruck. Ne? Da habe ich, hab ich auch mal gesehen in so einer Sendung, wo so Kinder erzogen werden, wo dann die gefragt werden, ne? Die schlafen nicht gut, die Kinder. Was machen sie denn? Ja, immer dasselbe. Ist ja wichtig, dass Kinder immer so dasselbe die haben. Abläufe, also, ne? Genau. Das Kind guckt jeden Abend Ariel. Jeden Abend. Super. Und das Kind sitzt also im Schneidersitz mit aufgerissenen Augen da. Hat diesen Film schon wirklich traumatisierende 200 Mal gesehen oder so. Und dann sagen die, naja, der sieht jetzt noch nicht so müde aus, ne? Weil der sitzt da wirklich wie ein Flitzebogen davor und es ist schon überfordert auch. Ja, eine Stunde 15 läuft das Ding schon und er ist mittlerweile 9:30 und er sieht jetzt nicht aus, als würde er gleich hinübergleiten ins Träumeland. Und dann sagen, was machen Sie denn, wenn das jetzt nicht klappt? Ja, dann guckt er das nochmal. Oh Gott. Dann geht's von vorne los. Stell dir vor, wie schlimm das ist. Du hast so ein ganz Clockwork Orange für Kinder. Aber wirklich. Stell dir mal vor, wie schlimm das ist. Du hast so den ganzen Anfang von so einem Pixar-Film. Da werden die Figuren eingeführt, dann geht's so los und das. Und dann kommt der Mittelteil und ganz am Ende so ein befriedigendes Ende. Und dann, wenn du das alles, diese ganze Reise, dieses ganze Leben dieser Figuren einmal komplett erlebt hast, dann heißt es von vorne. Oh Gott, der ist wirklich schlimm. Oh. Aber was kannst du... Sekunde, das war eine Fastgeschichte. Es wirkte so, als hätte sich der Macher vom Einschlafen-Podcast bei dir beschwert, dass du irgendwie... Ach so, ja, der hat dann gesagt, ja, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, das ist schon lange her. Und ich meinte es gar nicht so. Ich war dann ganz erstaunt, weil ich also da nichts Böses im Schilde führte. Aber dann ging es wohl irgendwie darum, ich habe wohl mich missverständlich ausgedrückt und gesagt, er wäre langweilig. Oh. Und deswegen der perfekte Moderator. Aber er ist nicht langweilig, sondern er weiß, wie man eben mit ruhiger Stimme redet. Und hat er dich angeschrieben, oder?
Wir haben uns ausgetauscht, das war aber nett. Also das war nicht komisch. Nur ich habe dann, deswegen, ich will das weiterempfehlen, weil ich den Podcast toll finde. Ich möchte aber nicht despektierlich sein. Verstanden. Und ich habe gemerkt, das ist mir einmal passiert und das will ich nicht nochmal machen. Ja. Ich will nur den Leuten natürlich auch empfehlen, was da gibt. Und ganz am Ende, dann liest er nämlich immer irgendwas vor. Wenn er praktisch durch ist mit den Alltagsgeschichten, dann wird an das, also habe ich noch nie gehört. Weil das immer am Ende ist. Ich bin da schon oft eingeschränkt. Also Schmidt, kannst du jetzt eine Gebrauchsanweisung oder sowas einlesen? Ist es für dich in Ordnung? Als Service für die Kleinen. Naja, wenn es hilft, ne? Wenn aber das mein Dienst an der Gesellschaft sein soll, dann. Na klar. Ich möchte aber, weißt du, wir machen hier Witze darüber, dass Kinder hier mit Ariel ins Bett gebracht werden und dann sollen die mit Baywatch Berlin auf dem Ohr. Nein, die sollen doch gerade, Schmidt, die soll irgendeine langweilige Gebrauchsanweisung vorlesen. Ja, aber ich finde trotzdem, Stimme. Also der Mann, der da geschrieben hat, der hat ja jetzt schon dreimal sein Kind mit Baywatch Berlin ins Bett gebracht. Also ich würde das Jugendamt mal drauf gucken lassen. Sag mal. Ja, wer weiß, was da sonst noch so im Argen ist. Schmidt, die soll das machen. Stell dir mal vor, die Kinder werden groß und sagen, na, mein Schatz, wie geht's dir? 8 von 10 möglichen Kackwürsten. Also die Kinder werden ja direkt ganz anders, starten ja ganz anders ins Leben. Kinder. Ist nichts für Kinder, muss man wirklich sagen. Ich habe noch eine Frage an den Prominenten. Schon noch eine. Fragen an den Prominenten. Die Frage ist richtig gestern in meinem Kopf so unangenehm übrig geblieben, dass ich nicht einschlafen konnte. Vom gestrigen Tag, die ist so übrig geblieben vom Tag. Die wollte ich am Tag irgendwie stellen, hatte aber keine Gelegenheit mehr dazu. Es war ja gestern bei dir zu Gast Ina Müller, ne? Mhm, und du warst ganz oft zu Gast auch schon bei Inas Nacht. Ja. Und was ich mich wirklich gefragt habe, weil das wurde nur so angedeutet in eurem Gespräch, ob, wenn man da zu Gast ist, so wie du, also warst du da richtig besoffen? Ja. Das wollte ich nicht wirklich einfach mal fragen. Also, weil du hast es auch nur so angedeutet. Du hast gesagt, man ist dann da in dieser Kneipe Schellfischposten am Hafen in Hamburg, ne? Und dann ist man da irgendwie zu Gast. Und dann hast du nämlich auch so in einem Halbsatz erzählt, dass die 3 Stunden aufzeichnen, aber die Sendung ist im Fernsehen nachher 1 Stunde. Mhm. Das heißt, und das will ich wissen, ihr trinkt dann 3 Stunden, sauft ihr so, wahrscheinlich so in 3 Stunden schafft man bestimmt 6, 7 Bier, so, ne? Wenn genau. Die vom Fass sind, sind die auch super lecker. Ne? Ja, super. Das weißt du auch genau. Ja. Ja. Richtige Tulpen. Ja, und die hast du dir dann reingemäht und dann ist man richtig. Ja, und zwischendurch halt noch so kurze noch. Echt? Ja, ja, zwischendurch irgendwie, da gibt es dann irgendwie so, ja, weiß ich nicht mehr, ob es da so eine Art sogar so einen Moment gibt in der Show, der festgelegt ist, wann man das trinken muss oder so, das weiß ich alles nicht mehr. Ich habe aber, bei mir war es immer so, da war dann meine Mutter war auch mit dabei und ihr Mann. Ach. Vogelthorsten. Ja. Und Vogelthorsten und Mama. Warum heißt der Vogelthorsten? Ich wollte jetzt auch nicht fragen, weil ich dachte, das ist zu privat. Nö, weil der hat so Vögel. Der hat so ganz viele Vögel, die züchtet der. Ja. Ja. Der hat so ein Zimmer, da sind nur so Piepmetze drin. Ja. Und wenn man die aber freilassen würde, habe ich mir schon mal überlegt, ob man nicht einfach sagt, hier. Als Verlade oder als nö, gute Geste? Nö, so Greenpeace im Kleinen. So, aber im Wohnzimmer freilassen. Im Wohnzimmer, nee, also hier ist das ganze Wohnzimmer für euch. Ihr seht sonst nur durch die Gitter, aber hier ist es. Na, die würden dann, aber wenn man die rausließe, würden die nach 30 Metern vom Himmel fallen. Ja. Weil das ist halt irgendwas aus, die gehören hier nicht her. Ja. Die finden das super in einem Käfig. Ja. Das hat er mir erzählt. Ja. Ist doch jetzt egal. Die waren bei Ina Müller dabei. Reden wir über Vogeltorsten, ja genau. Und dann ja, und dann weiß ich noch, also ich traue mich dann sowas, also richtig so betrunken zu sein. Ich finde es schon gut, wenn meine Mutter dann in der Nähe ist, die mir dann so helfen kann. Dass sie mich dann da von der Bank holt. Das hat sie auch gemacht. Ja, sicher, ja. Klar. Ja, ja. Also, dass die dann, irgendwie ist das so der, ist ein gutes Gefühl, dass sie dann da ist. Das weiß ich noch, dass ich einigermaßen plemplem in der Ecke saß. Und meine Mutter hat mich so ein bisschen abgeschirmt von den ganzen Leuten. Du hast dich vor den Kameras besoffen und ja. Deine Mutter saß da. Die saß da, genau. Und danach war halt schön, dann war immer die Sendung vorbei und dann hat sie mich so ein bisschen so, ja, wie eine Löwenmama hat die mich abgeschirmt. Beschützt. Ja, abgeschirmt, ne? So, die haben so beide die Hände so ausgebreitet, ne? Nein, das nicht. Aber wusstest du am nächsten Morgen noch, was du erzählt hast und hast du kurz so einen heißen Schreck gekriegt, ja. So mit so kurzem Achselschweiß-Einschuss? So, scheiße, was habe ich denn da gesagt? Ja, ja, sicher, klar. Ja, das hast du total, ne? Weil du dann denkst, oh Kacke, das wurde alles gefilmt. Oh nein. Dann habe ich da noch gesungen und so. Ja, weil man sich so hat gehen lassen in so einer Kneipenatmosphäre. Ich weiß immer gar nicht, habe ich da irgendwie die Schuhe ausgezogen oder sowas? Echt? Wie war denn das da? Okay, aber das wollte ich nicht. Oder war ich das gar nicht? Oder jemand anders oder so? Ich glaube, es war jemand anders. Aber Ina Müller trinkt da alles. Da waren so Ziegen, Mann. Gute Frage, ja. Was? Da hat Ina Müller, hält die dieses Tempo mit? Ich weiß nicht. Also, aber habt ihr zusammen angestoßen? Ja.
Ja, okay. Aber ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat sie spannend. So Wasser im Schnapsglas. Das kann nämlich sein. Vielleicht habe ich am Ende das auch moderiert. Weiß ich nicht mehr, ne? Weiß man nicht. Du hast gerade von deiner Mutter erzählt, ich muss nochmal fragen. Also Schmittis Mutter hat mir nochmal so eine Nachricht geschickt. Danke, dass ich die Rouladenkönigin 2022 bin. Liebe Grüße, Mechthild. Gute Besserung, hat im Moment Corona. Wirklich gute Besserung von Herz, von uns dreien. Ja. Wie hat deine Mutter die Nachricht verdaut, dass sie nur Rouladenkönigin der Herzen ist? Ist sie denn trotzdem ehrgeizig fürs nächste Jahr? Da möchte ich nochmal mich erkundigen. Nein. Nicht? Hat sie irgendwas gesagt? Gab es ein Statement? Sie hat sich gefreut über den Blumenstrauß. Okay. Aber meine Mutter wird jetzt auch aus der Kommunikation genommen. Da werde ich jetzt sprechen. Es gibt nie wieder was zu essen für dich. Also selbst wenn wir jetzt mit 8 Leuten bei mir zum Essen zu Hause sind. Da würde ich nichts kriegen. Nee, Moment, du bist jetzt notwendigerweise dabei, weil wir was besprechen müssen. Und du lädst mich auch gerne mal zu dir ein. Ja. Aber jetzt auch nicht mehr? Doch, du darfst kommen, aber du kriegst nichts zu essen. Du kannst aber halt nur, wenn deine Mutter die Köchin ist? Nein, immer. Du kannst. Du würdest mir auch nichts mehr machen. Frag doch Mechthild, ob sie für dich kocht. Aber wenn ich bei dir zu Gast bin. Vielen Dank, liebe Grüße. Wenn ich bei dir zu Gast bin, also wenn ich muss praktisch jetzt schon aufpassen, wenn du mich einlädst, dass ich mir selber was zu essen mitbringen muss. Ja. Auch wenn es ein Essen gibt. Ja. Wenn schön gekocht wurde. Dann wird sie mal eingedeckt. Ich nix. Und bei dir nichts. Und auch es. Dann kriege ich nichts. Besteck vielleicht, wenn du nicht fragst. Ich muss mir dann einen Döner mitnehmen oder so. Was du willst, ist mir egal. Boah, ein starkes Stück. Es wird nichts zu essen. Das ist ein starkes Stück, Herr Häufer-Umlauf. Es wird so, ich sage mal. Bin empört. Ich sage mal, diese Phase wird gehen ab jetzt bis nächstes Jahr, bis dieses Rouladen. Ja, es kommt ja nächstes Jahr wieder. Ne, bis also dieses, ich sage, bis im April 2023 läuft das jetzt so. Ja. Aber deine Mutter schickt dann wieder eine Roulade ein, praktisch. Nein. Hä, wie soll sie denn dann gewinnen? Die macht doch nicht mehr mit bei deinem Scheiß. Warum denn nicht? Das macht doch gar keinen Sinn. Wo ist denn der olympische Gedanke? Ja. Also jeder, der nicht Gold hat, kommt nicht mehr. Genau. Der olympische Gedanke. Wir machen da einfach nicht mehr mit. Die Häufer Umlauf, sie scheiden da aus. Das ist, wir machen einfach nicht mehr mit. Wir machen jetzt unseren eigenen Verband. Du willst jetzt einen eigenen Rouladenkönig. Wie so ein Teilnehmerurkundenliga. Ja. Mir doch egal. Also wir machen nicht mehr mit. Und wenn du, dann suche ich mir einen anderen Prominenten, der gegen Mechthild antritt. Mit seiner mach Mutter. Doch. Ist mir doch egal. Nicht wo den Melzer, ne? Du bist wie der Abramowitsch, der hier so schnorrend durch die Gegend läuft. Du sagst, hasse mal eine Million hier. Ja. Ja, ist ja wirklich so, ne? Ja. Abramowitsch komplett auf Eis und jetzt geht er schnorren. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich einfach nicht glauben. Ne? Was kann ich glauben? Na, dass Abramowitsch wirklich, also ich meine, ich habe gelesen, der hat so ein paar Fixkosten im Leben. Ne? Kann man sagen. Allein eine von seinen 10 Yachten kostet $750,000 in der Woche. Ja. Das sind Fixkosten. Huiuiuiui, da bin ich mit meiner Stromrechnung ganz gut bedient. Also es ist so, man sagt doch das alte, ne, weil ich habe auch mal gehört von einem großen Konzernveranstalter, dass die Rolling Stones jetzt nicht auf Tour gehen, weil es ihnen Spaß macht. Ja. Es kommt nicht drauf an. Lebe Fixkosten. Es kommt nicht drauf an, wie viel Geld man hat, sondern wie groß der Ofen ist, in dem man es verbrennt. Und das ist ja schon bei Abramowitsch kein Ofen mehr, ne? Das ist ja unglaublich. Das ist 750.000 Euro. Das ist ein Waldbrand. Und jetzt hat er nichts mehr, ne? Aber ich kann das nicht glauben, dass so jemand, ne, der so mächtig und so reich ist und so, nicht einen Schlupfwinkel findet. So, dass der jetzt wirklich ausgebrannt sein soll? Also es wird irgendwo, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, aber wenn du an kein Konto mehr ran kannst, was willst du? Also du hast es irgendwie so noch, aber solange halt die ganze Welt beschlossen hat, dass du jetzt kein Geld mehr hast. Übrigens, das reicht grundsätzlich ja auch ohne kriegerische Auseinandersetzung, reicht es ja, wenn der russische Präsident, wie auch immer er dann zu dem Zeitpunkt heißen mag, früher oder jetzt oder in der Zukunft, wenn er einfach sagt, der ist jetzt nicht mehr reich. Dann bist du halt nicht mehr reich. Das ist der Unterschied von so einem Autokraten, von so einem Diktator zu einer ganz normalen demokratischen Gesellschaft. Wenn der dann sagt, ach so, übrigens, dieser mehrfache Milliardär ist ab morgen kein Milliardär mehr, ja, dann ist er das halt nicht mehr. Das ist in China genauso. Dann ja, das trübt die Stimmung, ne? Auf der Yacht. Na, das ist halt so, wenn du immer so weißt, jetzt keine großen, jetzt nicht noch ein Haus, wo dann vielleicht noch auch noch Strom bezahlen muss. Vielleicht gehen wir mal lieber bei Lidl einkaufen in Vorbereitung. Ab und zu mal, genau. Ja. Aber der kann also doch auch nicht immer überrascht so ein gewesen sein. Milliardär auf Abruf, ne? Ja. Der kann doch nicht überrascht gewesen sein. Also das hat sich ja jetzt ein bisschen auch angedeutet. Man könnte natürlich sagen, so ziehen die das durch, die Sanktionen, wie hart werden sie wirklich? Aber es gab ja auch schon so Bewegungen von Oligarchen, die dann ihre Yachten verschifft haben in einen sicheren Hafen, vermeintlich sie. So, warum? Also der muss doch irgendwelche Vorkehrungen getroffen haben. Wo willst du das denn verstecken?
Also wo willst du vielleicht das bei Boris verstehen? Becker. Also wenn ich Milliardär wäre, dann würde ich Boris Becker sagen, ja, ist ja 10 Millionen, bitte versteck die mal da, wo du deine andere Knete versteckt hast. Das läuft ja gut offensichtlich. Bei den Pokalen, ne? Bei den Pokalen. Bislang lief das ganz gut, ja. Oder da, wo Will Smith sich jetzt gerade versteckt. Bei dem Scheich da. Mhm. Will Smith ist jetzt zu so einem Scheich, irgendein so Kumpel von ihm da in Dubai. Und da macht er jetzt erstmal Urlaub vom Shitstorm. Und kommt er wieder zu Kräften da. Tränenflüssigkeit nachfüllen. Meine Friseurin hat eine Klingel und wenn man da klingelt, dann beleidigt man die. Das klingt erstmal absurd, ja, aber es ist so. Und das ist aufgefallen, also es gibt so Klingeln, wo du nicht durch den Druck des Fingers bestimmst, welches Geräusch und wie lange das Geräusch kommt. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Klingeln, du drückst, Möp. Weil der Finger diese, so ein bisschen anhubt, weil es genau, grün ist und der nicht losfährt. Diese Zeitspanne, hupt man so ein bisschen nur. Auf dem Knopf geruht hat, das gibt er als Zeitspanne des Geräusches wieder in der Wohnung. Ja, das ist eigentlich ein normales Klingelsystem. Es gibt aber ein paar wenige Klingeln, die geben einen Ton selber aus. Also du machst so mit dem Finger nipp und dann macht es aber so. So. Und wenn du bei jemandem klingelst, den du besuchst, dann wäre es höflich, dass man so klingelt. Nipp. Das ist ein höfliches Klingeln. Wenn man macht, ne, dann heißt es, mir hat jemand ins Bein geschossen, lass mich schnell rein, ist ein Notfall. Ne? Das hat sich ja so in der Welt, hat man sich so drauf geeinigt. Oder zum Beispiel, ne, heißt, ich bin schlecht drauf, mach schnell auf, es gibt was zu klären. Das weiß man schon, weil alles, was abweicht vom höflichen, nöp, komisch. Und bei ihr ist es so, man drückt ganz kurz höflich drauf, will sich ankündigen und dann macht es ganz lange bei ihr, und das heißt, ich fühle mich dann schon in der Pflicht zu sagen, bevor wir uns begrüßen, möchte ich dir sagen, ich habe ganz kurz nur drauf gedrückt, mein Bein ist okay, alles ist super, ich habe ganz höflich, wie es sich gehört, geklingelt, ich bin guter Laune, das Geräusch, was du gehört hast, gibt meine Emotionen nicht wieder. Verstehe ich ja gut. Und ich möchte wirklich dafür plädieren, dass solche Klingeln abgeschafft gehören, weil die einfach zwischenmenschlich ein Sand ins Getriebe würzen, was völlig unnötig ist. Gibt genug Konflikte auf der Welt. Dann brauche ich nicht auch noch sowas, dass ich da ganz höflich einmal so ein Nöpp mache und dann gibt es so ein Geräusch. Wir hatten früher in der guten alten Zeit, in der Zeit, wo man Telefone noch von der Post gekriegt hat. Ja, stimmt, es ist ja kein Witz. Ja, ja. Rote Telefone von der Post, wurden die ausgeteilt an alle, die telefonieren mussten. Ja. Da hatten wir eine Melodie. An der Klingel oder was? An dem Telefon. Wie bei Kein Pardon, bei dem Film. Da gibt es ja auch die Geräuschemacherin, die dann der Peter Schlönske irgendwann kennenlernt. Also H.P. Kerkeling als Peter Schlönske. Dann lernt so eine Geräuschemacherin kennen. Die lernt er kennen, er geht aus den falschen Raum und dann sagt die, mach mal deine Hose auf und so, weil sie musste Geräusche machen für Filme. Stimmt, ja. Und dann macht er so den Reißverschluss auf. Das ist so eine Kesse mit so einem Kurzhaarschnitt. Ja, so eine Kesse mit Räucherstäbchen zu Hause und so komischen, ekligen. Ja. Aber der geht ja doch noch mit dem Paulinje ins Café dann. Paulinje ins Café und die hat zu Hause arabische Gebetskekse und so und da verschluckt er sich dran und so. Genau. Und dann, und die ist aber, also hat ein Fable für so Klingeln. Und dann stehen die unten an so einem Haus und klingeln überall. Und sie sagt dann, das ist die Westminster so und so, die gibt's auch im Buckingham Palace. Und so. Und das ist eine so und so, die ist ganz selten. Ja. Und so, also vielleicht wieder mehr die Kultur zurückbringen, wie bei Klingeltönen, bei Handys. Ja. Gab's das ja so vor 10 Jahren oder 20 Jahren oder sowas. Dass man also mehr wieder ganze Melodien abspielt. Vielleicht sich auch durch diese digitalen Möglichkeiten, die man hat, eben einfach Songs. Ja. Ne? Warum nicht? Warum immer dieses Mörp, Mörp, Klingelingel, Piep, Piep? Sondern wir hatten früher eine Melodie, da macht es Ding, 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 Ding. So ein Glockenspiel war das. Oh. Ja, das war krass, schön. Weil ich habe so in der Erinnerung, wenn man zu Schulfreunden gegangen ist und hat da geklingelt. Hörst du noch den Ton? Da macht es immer Ding, Dong, Dong. Also so ein Dreiklang. Immer. Auf allen Klingeln, wo man draufgedrückt hat, immer ein Dreiklang. Ist das vielleicht die Melodie, die es im Saarland gab? Das kann ja sein. Ja. Ja. Ja, dass das da vielleicht vermehrt verkauft wurde. Und ich glaube, man muss halt wegkommen von diesen Stressklingeln. Ja. Weil gerade wenn einer zu Hause ist, das ist ja eigentlich mittlerweile so, früher, wenn einer geklingelt hat, da konnte da erstmal jeder stehen, ne? Ja. Das weiß ich, wenn ich die Tür aufgemacht habe, konnte das mein Kumpel sein, dann konnte es Fernando sein, der sagt, kommst du mit raus spielen? Ja. Dann konnte es aber auch sein, der Kumpel von meinem Vater Hühnchen, weil er irgendwas klären wollte. Oder wie heißt der hier? Porno Müller. Porno Müller könnte es auch sein. Porno Müller könnte es sein, mit einer Tüte voller frischer Filme. oder der andere Kumpel von meinem Vater Seemann.
Seemann. War der Seemann oder hieß der mit Nachnamen Seemann? Nee, der hieß weder, der war weder Seemann noch der war ein sogenannter Wirtschafter in einem Etablissement. Ja, den kannte mein Vater aber schon aus der Schule und ja, Wirtschafter. Den habe ich immer mal im Fernsehen gesehen, Seemann, als der auf so einer Aftershow-Party mit Verona Feldbusch getanzt hat. Bei Exklusiv oder sowas oder bei Punkt 12. Und dann hab ich gesagt, Papa, Seemann ist im Fernsehen. Also der hatte ominöse Kontakte. Ja. Oder stand der Postmann da, der Eismann, sonst was, ne? So. Mittlerweile weiß man, wenn einer an der Tür klingelt, ist es entweder die Polizei, der Staatsanwalt, irgendwer, der unten ins Spiegel Haus TV. Muss. Spiegel TV. Kann auch sein. Jemand, der unten ins Haus muss oder so. Das ist eigentlich, verhält sich das analog zu Briefen und E-Mails. Mittlerweile weiß man, wenn man einen Brief kriegt, ist scheiße. Ja. Die normalen guten Sachen, die normale Kommunikation läuft über Mails. Alles, was in Postform ankommt, Kacke. Muss, sagen wir mal, formell als zugestellt irgendwo abgeheftet werden. Und deswegen sind es immer irgendwelche mehrfarbigen Briefe, wo einem einer auf Nüsse geht. Ne? Ja. Meint ihr, wir leben in einer überraschungsarmen Welt? Weil guck mal, wenn du auf dem Handy angerufen wirst, du weißt zu 99% immer, wer es ist. Es gibt keine Überraschung mehr. Wenn man es nicht weiß, geht man nicht ran. Bei dem Telefon, das die Post dir geschickt hat, du wusstest nicht, wer anruft. Ja. Ist es vielleicht der Schwarm aus der Jugend? Ja. Oder ist es irgendwie der Gerichtsvollzieher? Man weiß es nicht. Ja, oder ist es Flörsch? Flörsch, der Kollege von meinem Vater. Kann ich mal deinen Vater sprechen? Ist dein Vater auch zu Hause? Hier ist Flörsch. Das ist nochmal ein eigenes Thema, was du da in der Jugend. Wir sollten unbedingt mal nach oben. Moin, hier ist Flörsch. Ist dein Vater auch zu Hause? Konntest du mir den mal geben, ne? Und wie geil dir das? Ja, dann sagst du, Briefe auch keine Überraschung mehr, weil einfach scheiße, weil sonst kommt alles per E-Mail. Also wir haben uns so eingerichtet, dass man nicht mehr überrascht wird, wer da jetzt um die Ecke kommt. Außer bei Verstehen Sie Spaß. So ist es. Weißt du, was aber noch gut ist? Wenn man eine SMS von einer Nummer kennt, die bekommt, die man nicht abgespeichert hat, da könnte es doch irgendwas sein. Ja. Nee, was Gutes, könnte ja auch was Gutes sein. Also ich gehe immer ran, ne, weil ich ja so super neugierig bin. Auch bei den Nummern, die du nicht abgespeichert hast? Achso, nee, die kommen gar nicht durch. Ja. Aber sonst auch, wenn ich dann irgendwas habe und so, ich finde dann immer schon raus, wer das war. Ja. Ne? So. Hab da schon so meine Methoden. Ja. Wie oft habt ihr schon eine Nummer gegoogelt? Ja, ganz immer. Oft. Da kommt ja nie was. Doch. Manchmal ist es, sind es Scam-Anrufe. Ja, ja. Ach so. Manchmal steht da schon, ja, die Nummer nicht rangehen, weil die verscheißern dich. Es ist in 98% ist es schlecht. Ne? Denke ich, ärgere ich mich darüber, dass ich zurückgerufen habe, weil es ist nervig. Ja. Meistens. Aber diese 2% Chance, dass da der eine Anruf kommt, der nochmal alles ändert. Was wäre das denn? Also, ja, das ist richtig. Was? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Hollywood? Nee. Darfst du bei Oppenheimer mitspielen? Wer ist das? Der Nolan-Film, der neue. Da spielt ganz Hollywood mit. Und unser Kollege Matthias Schweighöfer. Ja, habe ich gehört. Ja, sehr gut. Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Das finde ich aber, da freue ich mich so richtig. Also ich finde es richtig gut, dass der, vor allen Dingen ja, das war die große Hürde zum Hollywood-Star bei Matthias, war ja auch seine Flugangst. Mhm. Ja, muss man ja mal so sagen. Ne? Der ist ja, den hast du ja wie B.A. Baracus vom A-Team, den musstest du wirklich mit Propofol betäuben, damit er überhaupt in ein Flugzeug steigt. Mhm. Da muss ich wirklich sagen, jetzt, das ging ja los da mit diesen Panzerknackern da, ne? Ja. Ne? Oder also, da klar, hat er auch schon bei Valkyrie mitgespielt und dies und das, aber so richtig ging es jetzt los mit diesem Netflix-Film, der also weltweit da auf der 1 war und sonst was. Wo er selbst Regisseur war. Wo er selbst auch Regisseur war und da ganz viel gemacht hat und so. Und jetzt irgendwie dieser Film noch, jetzt kommt aber noch was anderes mit, habe ich jetzt wieder vergessen, aber noch, es kommt noch ein Riesending, glaube ich, eine Serie oder so noch. Irgendwas richtig, richtig Tolles. Und da muss ich sagen, der war auch bei Jimmy Fallon, genau. Hat er auch sehr gut gemacht. Ja. Sehr gut gemacht. So, dass man normalerweise, ne, hat man ja als Deutschland immer Angst, dass dann der eine Repräsentant, der es dann schafft über einen großen Teich, dass der uns dann da blamiert. Ne? Mhm. Und alle denken, oh, ist ja gut, ist immer noch nicht besser da drüben. Ne? Aber der hat es fantastisch gemacht. Und ich freue mich, dass einer hier, einer von uns aus unserer Schmuddelbude hier. Denkt ihr, Til Schweiger ärgert sich? Til Schweiger? Ach so, ja, der hat ja auch immer mal seinen Fuß da in der Tür gehabt, in Hollywood und so, und das war, glaube ich, so Mittel. Na, der hat irgendwie Honey in the Head dann auch noch nachgedreht und so, ne? Nick Nolte. Jetzt kommt da der Schweighöfer, sein Sprössling da quasi. Meinst du? Ach so, habe ich jetzt weiter. Also Nolan gedacht. Ist halt schon Champions League, muss man sagen, ne? Also da spielt wirklich ganz Hollywood mit in dem Film und das wird auch das, so, egal wie man es findet, aber eins der Kinoereignisse im nächsten Jahr.
Und da sich im Casting durchzusetzen, ja, weil das ist auch so ein Ding, der castet den nicht, weil der in Deutschland ein paar Fans hat. Nee. So, sondern da musst du was können. Ja. Ja, das ist. Ja, weil er kann sich die Leute aussuchen, das ist der Punkt. Ja. Er kann auf irgendeinen Schauspieler zeigen, was ich Ryan Gosling, dann kommt der. Ja. 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 Oder man sagt, wir haben noch 400 Euro. Nee, das gibt's auch nicht bei dem. Es war ein Witz. Unbegrenzte Geldmittel. Ja. Ja. Der kann ein Flugzeug kaufen und das in die Luft sprengen. Ja, hat er ja auch schon gemacht. Ja, eben. Ja, ja, also, da kann man ja nur sagen, sehr gut. Auf so einen Anruf, um auf die Frage zurückzukommen, warte ich nicht. Sondern ich denke, keine Ahnung, ich denke, es ist irgendwas Gutes, was mir mein Leben erleichtert oder so. Okay. Irgendwas schön, irgendwas Interessantes. Vielleicht auch jemand, der mit einer Info kommt, die mich interessiert oder so. Soll ich dir mal so einen Anruf schenken, dass ich dich mal anrufe und dir irgendwas, eine Info, die dich interessiert? Wollte ich gerade sagen, du bist ja, ja, das ist aber das Ding, das ist bei dir oft eine Währung, weil du schacherst ja gerne mit Infos. Was heißt das denn? Das, was ich gesagt habe. Was heißt das denn? Du schacherst gerne mit Infos. Wenn du was weißt, was keiner sonst weiß, dann machst du ein kleines, interessantes Aufhebens darum. Und dann, das stimmt, ja. Und dann sagst du es einem und das ist interessant. Freut und, das man ist, sich. Und dann schacherst du mit Infos. Ja. Dann kommst du zu mir und sagst, hast du eigentlich schon gehört? Und dann leuchten deine kleinen toten Augen. Und dann glitzert da irgendwas. Das stimmt, ne? Ja. Und dann sagst du mir das dann. Und das genießt man dann. Ja, genau. Manchmal sagst du das auch nicht. Und das ist das Schachern. Manchmal sagst du, ach, das willst du gar nicht hören. Da ärgerst du dich nur und gehst dann. Da ärgerst du dich nur. Dann ärgert man sich noch mehr. Und dann gehst du. Oder du sagst, wenn ich dir immer erzählen würde, was ich alles so dann gehört habe. Ne, das ist so wie Thomas de Maizière, der damals gesagt hat, die Antwort auf die Frage würde die Bevölkerung verunsichern. Ja. Und man sagt, ja, nicht so befriedigend jetzt. Gehen wir hier raus aus der Situation. Ja. Ich möchte jetzt nochmal, das machen wir nie, aber ich möchte nochmal gewisse Dinge zusammenfassen zum Gegenende, ja. Einerseits suchen wir den Judas von RTL. Bitte meldet euch bei uns in den Postfächern mit Infos zur großen Produktion in Essen. Wir wollen darauf hinweisen, Dienstag geht's weiter mit dem großen, mit der Passion Schmitti, noch vor Ostern. Kriegen wir da habe ich noch eine Frage, kurze. Ja. Also wenn ich jetzt mir überlege, was wir noch gedreht haben, da wird es ganz düster. Also wer dachte, diese Pressekonferenz wäre schon Fahrstuhl ganz im Erdgeschoss, ne? Es geht noch tiefer, weil ihr wart noch in meinem Heimatdorf, ja, in Kirberg. Und wir waren in Einöd. Und in Einöd. Und da merkst du schon an den Namen Kirberg und Einöd, wo meine Frage hinausläuft. Ist das noch eine Matz wert, was da sicher, kommt? Sicher, weil da gibt es ja kulinarische Tipps zum einen, ne? Weil wir haben dieses elefantengroße Brötchen da gefressen mit dem Schwein drin. Und wir haben mal deine Heimat gesehen. Wirklich in den Straßen, wo du als kleiner Bub auf- und abgewackelt bist, da sind wir auch auf- und abgewackelt. Und Wir waren im Ninja-Wald, im Echten. Wir waren wirklich, wir waren überall da, wo du dann da mit deiner kurzen Hose, Schießgewehr, ne? Wo du da rumgelaufen bist. Trittst drei Käse hoch. Ne? Ich werde da Elden Ring spielen, wenn das läuft. Das kannst du ja machen. Kannst du machen, was das du willst. Hauptsache, es läuft. Das ist uns egal. Hauptsache, du machst keinen Quatsch. 22:50 Uhr, sage ich jetzt einmal mal, auf Pro7 am Dienstag. Ja, da geht's weiter. Nilam Faro kommt noch und Montez steht auf der Bühne. So ist es. Das passiert bei Late Night Berlin. Ich möchte Sie, liebe verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, und auch dich, lieber Jakob, und auch dir, lieber Thomas, ich möchte Sie jetzt einladen, ein schönes Wochenende zu haben. Es ist Mittwoch. Mittwochmorgen. Ja, aber wenn das hier rauskommt, ist es Freitag. Mhm. Deswegen möchte ich alle gemeinsam einladen, ein schönes Wochenende zu haben. Okay. Gerade noch die Kurve gekriegt. Was machst du denn heute noch so? Ich möchte euch einladen. Jetzt gleich muss ich zum Anwalt. Gibt Ärger. Aber ich kann leider mehr dazu nicht sagen. Du schacherst mit Informationen. Ja, ja, aber da muss ich leider auch schachern. Na gut. Na gut. Tschüss. Hä? Jetzt sagt noch richtig Tschüss. Ach so, danke, Ende. Alles Liebe, alles Gute. Was richtig. Willst du noch? Ja, Küsschen noch, komm, noch einen Kuss, So, danke. Jetzt gut? Ja. Okay. Und hören Sie nun Einschlafen mit Thomas Schmidt. Ja, hallo, liebe Kinder. Mein Name ist Thomas und ich möchte euch ein bisschen was von mir erzählen, damit ihr besser einschlafen könnt und eure Eltern nicht weiter nervt. Wahrscheinlich liegt ihr jetzt in eurem Bett, habt einen anstrengenden Tag hinter euch und müsst eure Gedanken loslassen, um tief und fest einschlafen zu können.
Dafür möchte ich euch erzählen, was ich so erlebt habe. Nicht in der wirklichen Welt, weil in der wirklichen Welt ärgere ich mich sehr viel. In der nicht ganz so wirklichen Welt, nämlich in Elden Ring, erlebe ich hingegen hinreißende Abenteuer. Ich möchte euch erzählen, wie ich mich kürzlich in Elden Ring verlevelt habe. Wie ihr sicher wisst, als aufmerksamer Zuhörer von Baywatch Berlin, ist der Plutonzahn meine absolute Lieblingswaffe, mit der ich bisher das Spiel gut bestritten habe und unter anderem auch Marit, das grausame Mal, besiegt habe. Jetzt hat sich's aber zugetragen, dass ich etwas übermütig wurde und ich habe den Plutonzahn auf plus 5 raufgesetzt, also stärker plus 5 gesetzt. Was ich dabei nicht beachtet habe, dass ich meine Levelverteilung so angelegt habe, dass ich schlicht und ergreifend zu schwach war für meine eigene Waffe, meine Lieblingswaffe. Das heißt, ich musste mich ganz schnell hochleveln. Das geht, indem man sehr, sehr viel Runen farmt in diesem Spiel. Und das ist eine sehr, sehr anstrengende Angelegenheit, vor allem wenn man irgendwann ab Level 40 ist, wo ein Aufleveln gerne 15.000 Runen kostet. Es gibt aber einen guten Spot in der Nähe des roten Gebietes Kaelid. Da kann man noch relativ komfortabel Runen farmen und das möchte ich euch jetzt erklären, wie das funktioniert. Der angesprochene Punkt befindet sich ganz am Ende von Kaelid, dem roten Land im Osten des Startgebiets. Nach Kaelid geht man zwar nicht so gerne, weil das verseuchtes Gebiet ist, allerdings, wenn ihr gleich die Gnade nutzt, die ganz im Nordosten von Kaelid zu finden ist, das ist ein Schloss und da vor diesem Schloss befindet sich ein drachenähnliches Wesen, das dürft ihr auf keinen Fall anrühren, denn wahrscheinlich habt ihr noch nicht den Level erreicht, dass ihr mit diesem Wesen keine Probleme bekommt. Ist auch gar nicht nötig, ihr reitet aus dem Schloss raus, reitet nach links und vor euch ist eine Hochebene, die sich erstreckt. Und auf dieser Hochebene sind viele kleine, koboldartige Wesen zu finden. Die sind relativ leicht zu besiegen, indem man sich von hinten anschleicht. Ihr braucht keine Sorgen haben. Die einzelnen Wesen stehen weit genug auseinander, sodass sie nicht voneinander Notiz nehmen. Ihr könnt euch also in aller Ruhe von hinten anschleichen, haut ihnen in den Rücken und ihr erhaltet dafür sagenhafte 1094 Seelen. Da auf dieser Hochebene gut 20 von diesen Kobolden stehen, kann man irgendwie mit einer kleinen Mühe von ca. 15 Minuten sich da gut und gerne 10.000 bis 20.000 Runen erspielen. Sobald ihr alle Kobolde erlegt habt, geht ihr zurück zum Ort der Gnade und arbeitet euch so Level für Level hoch. Ich habe damit einen Samstagnachmittag verbracht, es hat ca. 3 bis 4 Stunden gebraucht, bis ich meine Lieblingswaffe wieder benutzen konnte. Wichtig ist, dass ihr euch bei eurem Tun nie hinterfragt, warum ihr das macht und ob ihr eure Zeit besser nutzen könnt. Einfach immer weiter auf die Kobolde draufhauen, bis keine mehr da sind. Kurz zur Gnade gehen, wieder die Gegner respawnen, es sind wieder 20 Kobolde auf dieser Ebene zu finden und wieder draufgekloppt. Und so levelt und levelt ihr euch wieder hoch. Ich hoffe, ich konnte euch etwas beruhigen. Ihr schlaft wahrscheinlich schon tief und fest und träumt vielleicht auch von genauso aufregenden Abenteuern, die vielleicht ihr auch bald schon erlebt, sobald ihr 18 Seiten dieses Spiel spielen dürft. Gute Nacht, euer Schmitti. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.